Willkommen meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7 zusammen mit dem Wookie-Mann. Und zusammen mit Nerdy. Ja, wir machen natürlich direkt mal dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und natürlich erstmal noch ein Dankeschön an die vielen Leute da draußen, die das ganze letzte Video mit einer Zauberbewertung hinterlassen haben. Und jetzt kommen danke wir... Danke dafür. Was? Ich hab gesagt, danke dafür, jetzt kommen wir zum Finale. Genau, ich wollte es ja eigentlich auch sagen. Jetzt kommen wir zum letzten Level. Alles oh, klar. Los, aber wir haben unsere Zauberstäbe nicht. Stimmt. Und schon wahrer Zauberer. Wie sollen wir das ohne Zauberstäbe hinbekommen? Ach, wie cool. Wir können auch hier auch ohne unsere Zauberstäbe bauen. Echt? Ja. Cool. Im letzten Jahr war das aber nicht so. Vom letzten Jahr, ich meine immer natürlich halt im letzten Spiel. Ja, ich weiß, was du meinst. Das hört sich immer so komisch an. Achso, das Eis hast du. Jetzt brauchen wir nur noch eine Spinne. Ah, ich habe die Blume. Und eine Blume. Wow, sind da viele Münzen. Aha, vielleicht da, wo die Spinne drin ist. Wo denn? Warte, ich brauch kurz mein Licht. Hopfern, schneller, schneller, schneller. Ah, hier ist ein Schüler, aber leider haben wir unsere Zauberstäbe nicht. Ah nein, Charakter. Ollivander. Das ist Ollivander? Ja. Ah, hier können wir was bauen. Hab nicht erkannt. Okay, das musst du machen. Dobby? Alles klar, nein, bei mir. Bei mir fängt wieder Gewitter an. Hab wieder bei mir Donner gehört. Bei mir war es ja gestern Abend in der Rheinland-Pfalz.
gegen die Draco-Familie. Gut, der Vater wurde ja gleich abgeschossen, dann liegt ja da hinten K.O. Habe ich nicht, das ist unfair. Also Draco schon mal erledigt. Bin da noch mit seiner alten noch beschäftigt. Jetzt habe ich sie auch. Mal wieder Bellatrix abschließen im sechsten Teil. Wie nochmal? Ich komm wieder. Das kann ja jetzt dauern. Das war jedes Mal oder was? Aber in dem Teil haben die sich gar nicht mal duelliert. Draco Malfoy ist sogar sehr überfordert, dass Harry Potter so ist, wie er ist. Ist dir das nicht mal aufgefallen, wie nervös Draco da war? Ja. Okay, letzte Runde. Oder? Obwohl, nee, die schmeißen auch nur jetzt die Gegenstände herum. Die haben Angst, wieder zu verlieren. Alle coolen Dinge sind ja drei. Autsch. Von drei. Auswaffen Slytherin. Wow. Wow, sind da blaue Münzen gewesen. Da ist Dobby. Also im Film war es ein Messer. Dobby wurde getötet. Aber das als freier Elf. Ja. Muss ich auch ehrlich sagen, war der einzige Toten Harry Potter, wo ich wirklich damals geweint habe, wo Dobby gestorben ist. Das war schon ein krasser Tod. Das stimmt. 3 Millionen. 111 goldene Steine. Von Dumbledore.
Blood Voldemort für den Elderstab. Und jetzt hat er ihn. Den Elderstab. Das war's mit Jahr 7. Abschnitt 1. Oh, Gott sei Dank regnet es nicht mehr. Also jetzt hier im Lego Harry Potter Spiel. Wir können so, da sieht man auch mal. Genau, noch die ganzen üblichen Levelabschnitte. Und das Level heißt sogar Dobby, weil Dobby ja gestorben ist. Dann können wir jetzt eigentlich auch noch schon mit Jahr 7 Abschnitt 2 noch anfangen. Genau, beziehungsweise mit dem ersten Level. Das würde ja reichen. Oh, naja, Ladebildschirm. Oh Mann, wir sind jetzt im letzten Teil angekommen. Das ging sehr schnell. Ron sieht irgendwie aus wie ein Depp. Wow, das hatten wir auch noch nicht. Oder? Nee, sowas hatten wir gar nicht. Einfach alles abschießen. Das erinnert mich sehr stark an Indiana Jones und Tempel des Todes, und dann gab es ja sowas ähnliches. Im Lego-Spiel. Okay, ich muss zugeben, Lego Indiana Jones Lego-Reihe habe ich nie wirklich gespielt. Irgendwie ein bisschen mehr vorbeigegangen, muss ich zugeben. Aber die sind echt klasse, finde ich. Aber ich empfehle es dir, wenn, dann schon erstmal den ersten Teil zu spielen. Weil es gibt zwei Teile. Aber nur auf der PlayStation 3. Genau. Es sei denn, naja, es gibt es ja auch für PC. Wäre auch eine Möglichkeit, das zu spielen. Oh, nee. Oh, da ist schon direkt der Drache. Also ich glaube, dass sogar dieser Teil noch schneller rumgeht wie der letzte, glaube ich. Meinst du? Boah, ich weiß auch nicht so wirklich. Ich finde, die beiden Teile habe ich sogar sehr wenig in Erinnerung gehabt, wie lang die sind. Also ich finde, muss ich ehrlich sagen, der längste Teil in diesem Let's Play war meiner Meinung nach Jahr 5. Was würdest du eigentlich sagen, was war das längste Level bisher in dem Let's Play? Boah, das längste Level? Ich glaube sogar in der letzten Folge, das langweilig war, wo ja, man genau, Alunas Vater stimmt, war, da, oder? Da wollte ich schon sagen. Das langweiligste Level war auch irgendwie das längste. Level. Das und stimmt. Das kürzeste Level? War das nicht ein Jahr 6 irgendwo? Ich glaube schon, war das nicht, wo wir bei Slughorn waren, beziehungsweise bei dieser Partyfeier? Stimmt, wo Ron vergiftet war.
Wäre ja auch zu einfach gewesen. Noch nicht nehmen, Nerdy. Bitte. Ah, Moment mal, hier brauchen wir den Kobold. Griffort. Achso, ich glaube, wir brauchen erstmal Ron, weil wir brauchen irgendwo eine Lampe, die leuchtet. Ja, wo ist denn eine? Vielleicht mache ich gleich eine auf. Aber Nerdy Race, was ist denn ganz anders damit, wenn wir mit diesem Let's Play fertig sind? Da kommt hier was völlig anderes. Mal kein Star Wars und kein Harry Potter, was völlig Neues für uns beide. Weil die Umfrage war ja DC Super Villains oder Lego Hobbit oder Lego Marvel Super Heroes. Dann davon haben wir noch gar nichts gehabt. Das stimmt. Ja, obwohl ich muss sagen, in Lego Marvel habe ich früher damals angefangen, doch irgendwann habe ich da mittendrin aufgehört. Ich habe das durchgespielt damals, ich habe das fast sogar auf 100% alleine. Ja, das hatte ich privat auch gehabt. Da habe ich wirklich 100% gehabt, als ich das privat gespielt habe. Ich meine, das jetzt hier, wo ich früher meinen Kanal angefangen habe, habe ich das noch angefangen, das weiß ich. Und dann irgendwie mittendrin aufgehört. Du, es gibt manche Lego-Spiele, die können wir leider nicht Let's Playen, weil es die nur für die PlayStation 3 gibt. Genau, das kann ich dann nur, wenn dann alleine. Vielleicht kommt ja irgendwann mal eine Funktion dafür. Gut, die andere Möglichkeit wäre dafür, dass wir uns dann treffen und wir das dann zusammen nebeneinander machen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Bevor wir den Pokal nehmen, mache ich erstmal die Tasche mit Hermine. Hermine? Griffith ist ein Verräter. Drachenzähm leicht gemacht, nur bei Lego Harry Potter. Hast du die Filme geschaut? Drachenzähm leicht gemacht? Nur den ersten Teil. Hab den ersten und zweiten geschaut, es gibt ja jetzt noch einen dritten. Aber ich fand die Serie auch ziemlich cool, damals bei Togo. Stimmt, da gab's ja eine Serie. Das weiß ja. Ich. Leute, hol's mal kurz, bitte. Ja, hier brauch ich auch kurz deine Hilfe. Ah, da brauchen wir wieder Ron. Weil wir brauchen erstmal die Lampe. Ey, komm grad zu mir, ja. So, warte kurz. Mach ich jetzt kurz hier runter. Ich glaub, der wie am Schnürchen. Yeah.
Oh, er hat's nicht überlebt. Tot. What? Ja, ich steuere den Drachen. Was? Du steuerst einen Drachen? Halt mal still, ich kann nicht schießen sonst. Das erinnert mich ein bisschen an Lego Star Wars Episode 3, also das Lego-Spiel. Da könnt ihr meinen auch am Anfang dieses Schlachtfeld da machen. Mit den Tieren. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Ah! Gar nicht so einfach. Leute, bitte bleiben mal kurz stehen. Mach mal nix. Vielleicht rede ich mal weiter rum, da wo mein grüner Pfeil ist, mein grüner Kreis. Bleib bestehen. So. Kannst du mal. Ja, dumme Kobold, komm raus. Da daneben müsste noch einer sein. Da war mir ist einer. Kurz warten, bis der rauskommt. Jetzt. Warum müssen die ganzen Kobolde eigentlich töten? Das frage ich mich auch, vor allem die haben ja auch nichts gemacht. Ja, irgendwie sind wir jetzt gerade die Bösen. Ah, ja, lustiges Bild. Du bist bei der Arbeit ganz normal wie jeden Tag. Plötzlich kommt ein Drachen aus dem Boden raus. Und damit haben wir das erste Level abgeschlossen. Aber in dem Jahr. Ich glaube, wir brauchen gefühlt nur noch zwei Paar, dann sind wir mit der kompletten Story fertig, glaube ich. Weil ich weiß, das nächste geht es jetzt Richtung Hogsmeade. Und dann sind wir eigentlich Stimmt. in Hogwarts wieder. Weil den Drachen sieht man jetzt, das letzte Mal sieht man ihn gar nicht mehr. Dumbledores Bruder. Hey. Oh, sorry. Das war jetzt keine Absicht. Ich wollte den Stein eigentlich abschießen. So. So, ich wollte das noch schnell zusammen, dann können wir ja gleich die Folge beenden. Achso, damit haben wir jetzt einfach nur den Weg frei gemacht. Obwohl, nee, wir müssen, glaube ich, teleportieren wieder. Ja. War erst in der nächsten Folge. Ja, genau, weil ich sehe auf die Zeit und das wird dann wieder halt so knapp, wenn wir jetzt weitermachen. Ja. Okay, wir hoffen dann, die Folge hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like dafür. Lasst ein Like dafür den Drachen. Ein Like cool. dafür den Drachen. Oh, ein neuer Charakter. Albert. Rockron. Achso, das war. Das war, wo Harry sich verwandelt hat im letzten Teil. Genau, wollte ich sagen. Okay, was wolltest du sagen? Und lasst noch ein Like dafür Dobby. Rest in peace. In die Kommentare für Dobby. Genau, ein Like dafür den armen Dobby. Der sich geopfert hat, um die Welt zu retten. Nun gut, wir würden dann sagen, bis zu der nächsten Folge hier bei Lego Harry Potter die Jahre 5 bis 7. Macht's gut. Tschüss.